Sensation, Sensation. Professor Sucharit Bhakti und Professor Stefan Homburg haben beim besten Sender des deutschsprachigen Raums bei Servus TV offensichtlich eine eigene Sendung gekriegt. Hört, hört. Und sogar hart, aber fair fängt an, nachdenklich zu werden. Da wurde Professor Karl Lauterbach mit seiner großen Angst und seiner großen Gefährlichkeitseinschätzung oder Überschätzung vor das Coronavirus hat Kontra bekommen. Übrigens hier, es wissen ja immer noch viele nicht, hier rechts unten. Mit dem runden Ding können Sie die Geschwindigkeit beliebig wählen. Ich werde sehr langsam sprechen. Bitte einfach auf doppelte Geschwindigkeit stellen, ne? So, dann schauen wir doch mal unser Tagesbild an. So, das war's. Ja, hart, aber fair. Der Arzt Gassen sagte ungefähr so etwas wie: Wir können etwas wagen, weil nur unter 300 stationäre Betten mit Corona-Patienten belegt sind und Zehntausende leer stehen. Ja, und also Zehntausende Intensivbetten leer stehen. Ja? Also sozusagen, Professor Lauterbach lebt eher in der Welt wie, es kann wieder ganz schnell explodieren, aber auch im Frühjahr, als es explodiert ist, war Deutschland niemals gefährdet, plötzlich alle Intensivbetten voll zu bekommen. Warum soll es jetzt dann ganz plötzlich und ganz schnell. Das sind alles so, ja, ich würde sie nennen Gefährlichkeitsüberschätzungsprognosen. Und dieser Arzt Gassen hat sicherlich recht. Wir können einfach Stück für Stück Lockdown-Maßnahmen zurücknehmen und gucken, was passiert in den nächsten 1, 2 Wochen. In den nächsten 2 Wochen und dann, wenn nichts Schlimmes passiert, können wir die nächste Maßnahme doch zurücknehmen. Ja? Eine Politikerin, die auch Corona-Patientin war, die will aber lieber, anstatt dass ihr alles vorgeschrieben wird, will sie lieber freiwillig verzichten auf bestimmte Freiheiten. Möchte das aber nicht vorgeschrieben kriegen. Und die sagt so ungefähr so etwas wie bei Hart aber fair, wie dieses Aufgezwungene stört mich, also obwohl sie selbst krank war. Ne? Aber hat es ja letztendlich ganz gut überstanden. Und natürlich hat auch jede schwere Grippe natürlich Nachwehen. Ne? Hallervorden, der berühmte Hallervorden, sagt an Lauterbach, zu Lauterbach, Panikmache. Ja, da, aber Sie müssen sich klar sein, es ist ja keine absichtliche Panikmache. Der Herr Lauterbach glaubt wirklich, dass das Virus unheimlich gefährlich sei und er hat selbst wirklich Angst, dass so schlimme Dinge passieren könnten. Die Politikerin, die also selbst Corona hatte, sagt zu Lauterbach so ungefähr so etwas: Ja, Herr Lauterbach, Sie machen aber überwiegend eher überwiegend Vorschläge für Verbote. Machen Sie doch einfach so, sie meint damit, so machen Sie doch lieber Empfehlungen. Letztendlich ja wie die Schweden und so weiter. Natürlich fehlt insgesamt dieser Sendung der Hinweis auf Weißrussland
aber auch auf Schweden, was ja alles Hinweise sind dafür. Oder auch, es fehlt natürlich der Hinweis, dass man auch die Demonstrationen ohne Maßnahmen ja als Klein Weißrusslands, als Kontrollgruppen betrachten kann, die uns zeigen, dass das befürchtete, große, gefährliche eben bei all diesen Kontrollgruppen ja nicht gekommen ist. Ne? Der Arzt sagt ungefähr so sowas wie: Herr Lauterbach, so geht das nicht, ja, sagt er zu seinem Kollegen. Dann ein bisschen neue Information. Ich habe ja immer gesagt, dass im Winter, in der kräftigen Wintersterblichkeitsphase so circa 3000 Tote pro Tag zu verzeichnen sind. 2018 ging das sogar hoch bis auf circa 4000 Tote pro Tag. Also immerhin eine neue Information. Ja, interessant, ne? Ja, und überhaupt wurde in der Sendung natürlich gar nicht verglichen, was es bedeutet, wenn ein paar wie einzelne Personen sterben, wenn sowieso jeden Tag, sagen wir mal, 2700 Menschen in Deutschland sowieso ganz normal sterben, von denen schon immer etliche davon jeden Tag an Atemwegserkrankungen gestorben sind. Da sind eigentlich dann diese paar Corona-Toten pro Tag völlig vernachlässigbar, ne? Ja, und dann einer hat sich geäußert, ja, irgendwie etwas kräftiger als so die Grippe. Das habe ich ja auch gesagt. Also das Schlimmste, was man aus den Daten rauslesen kann, ist eine etwas kräftigere Grippe. Ne? Eine kräftigere Grippe. Ja? Aber doch kein Grund für solche brutalen Lockdowns, ohne sie so schnell wie möglich und schrittweise so schnell wie möglich wieder zurückzunehmen und dann zu gucken, wie sich die Krankenhausbetten verhalten. Wobei auch ja natürlich wieder nicht gesagt wurde, dass natürlich auch die Angst der Ärzte und die Angst, also erstmal die Angst der Patienten kann darüber entscheiden, dass jemand vorschnell ins Krankenhaus geht. Und die Angst der Ärzte vor Corona kann ja wieder bedeuten, dass er vorschnell in ein Intensivbett kommt und dann auch vorschnell an die Beatmungsmaschinen kommt, ja, und das muss man ja berücksichtigen, ja. Ja, also wie gesagt, und jetzt diese österreichische Sendung Servus TV Corona Quartett. Ich hab extra angerufen dort, habe uns angeboten, da wir ja auch der Sendung fehlte natürlich unser naturwissenschaftlicher Tiefgang, der evolutionsbiologische Tiefgang sozusagen. Aber ich habe meinen Augen ja nicht getraut. Also die Sendung war echt. Das war also nicht irgendwie ein Trick. Die Dame am Telefon von Servus TV hat mir bestätigt, das ist eine echte Sendung. Ja, Professor Sucharit Bhakti, Professor Stefan Homburg, noch eine ganz vernünftige österreichische Ärztin und nur ein Gegenpart, wobei es natürlich der Ausgewogenheit besser getan hätte, wenn man sozusagen 3:3 gehabt hätte in der Sendung und nicht 3:1, ne? Insofern hatte, aber vielleicht haben die das so gedacht, die ängstlichen Ärzte haben ja genügend Redezeit schon gehabt überall und deswegen ist vielleicht jetzt 3:1 durchaus fair. 3:1 für die Corona-Nachdenklichen. Schluck Wasser. Übrigens, das Corona-Quartett und die Sendung Hart aber fair finden Sie wie üblich am Ende der Playlists 4 auf dem Sender News und Talks. Also wenn Sie es auf einem anderen Sender diese Sendung sehen, dann bitte bei YouTube gucken, Sender News und Talks, Playlist 4 am Ende. Ja? Im Endbereich. In Österreich sind ein paar mehr Corona-Leute
Im Krankenhaus? Ja, das habe ich ja eben schon gesagt. Die Frage ist, ob die Tatsache, dass dann ein paar mehr im Krankenhaus sind, beeinflusst wird durch die Angst der Patienten selber, durch die ärztliche Angst und so weiter. Und was Professor Lauterbach halt leider gar nicht sieht, ist, dass er selbst mit seinem Handeln, mit dieser Angst vor der explosionsartigen Welle an schwerstkranken Menschen, die er jederzeit für möglich hält, dass er damit aber faktisch eine für uns alle gefährliche Untersterblichkeit erzeugt. Und ich habe ja schon oft gesagt, dass Übersterblichkeit ist gefährlich, ist schlecht für uns und jede Untersterblichkeit aber auch. Ja. Ja, und bei Hard Aber Fair, ja, es wurden also eben, wie gesagt, gar keine Zahlen ins Verhältnis gestellt. So als ob, ja, wenn jeden Tag in Deutschland zwischen 2700 und 4000 Leuten ganz normal jeden Tag sterben, dann ist eine Beschäftigung mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Toten pro Tag oder sowas einfach eine humoristische Einlage. Ja? Also das gibt's also bei 4000 pro Tag oder 2500 pro Tag, können Sie diese paar Leute wirklich, müssen Sie vergessen. Sie können keinen Staat stilllegen wegen 6 von 2500, ne? Ja, das ist, glaube ich, jetzt hier, was ich jetzt hier habe, ist für die englische Ausgabe. Ich glaube, das war alles für die deutsche Ausgabe. Ja, das war alles für die deutsche Ausgabe. So, jetzt gucken wir noch mal. Also diese Eilmeldung. Ja, ich würde sagen, das war's schon jetzt für diese kurze Eilmeldung. Tschüssi, bis bald. Die englische Ausgabe kommt noch.